Einen schönen Montagabend, grüß Gott und herzlich willkommen zu Kärnten heute. Klagenfurt. Heute wurde von der Apothekerkammer Kärnten und der Kärntner Woche der Erlös eines Konzerts des Elvis-Interpreten Rusty an Licht ins Dunkel übergeben. 10.813 Euro sind gespendet worden und kommen über den Soforthilfefonds Kärntner Familien zugute, die unverschuldet in Not geraten sind. Stattgefunden hat die temperamentvolle Rock'n'Roll-Show im vergangenen Sommer auf der Burgruine Finkenstein.